Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scania Truck Driving Simulator. So, Ronix. Gefährliche Strecken, GPS-Probleme. So. Oha, voll die Poller mitgenommen. Das war dumm gelaufen. Normalerweise hänge ich mich bei der Mission hier immer gleich hier hinten auf. Also das was jetzt so kommt. Da bei der Wand. Da kriege ich immer Punktabzug. Keine Ahnung, wie man hier langfahren muss, dass man das schafft. Ha! So zum Beispiel. LOL. Sachen, mit denen ich im im privaten Spiel super Probleme hatte. Alter, hier. Ich habe gerade voll nach rechts gelenkt und der merkt das nicht. Das musst du deinen Vorderrädern erstmal sagen. So, what the fuck? Ja, das ist ja... Wie gesagt, die Fahrphysik hier ist noch meilenweit von ETS 2 entfernt. Und ich rede jetzt nicht von den heutigen ETS 2 Versionen. Ist klar, ETS 2 gibt es ja mittlerweile seit mehr als 10 Jahren. Sondern selbst die allerersten Versionen von ETS 2... war schon, was die Physik anging, viel besser als das hier. Ja, aber interessant, dass ich jetzt Sachen, wo ich bei meinem privaten Spiel versuchen Probleme hatte, jetzt hier ohne Probleme durchkomme und dafür Sachen, wo ich privat ohne Probleme durchkam, hier Probleme habe. Lol. Kann ich hier mal bei meinen Speicherständen einfach fusionieren und die besten Punkte aus beiden Dingern kombinieren? Wäre ganz witzig. Oh, verdammt. Ja, das habe ich kommen sehen. Aber ich wollte nicht bremsen. Es tut mir leid. Manchmal muss Schmerz auch sein. Er ist wunderschön. Oh, Alter, diese Böschte. What? Hä? Wo? Also den ersten gerade ja. Aber den zweiten, wo bin ich dagegen geeckt? Oh, 0 Punkte. Läuft doch. Deswegen meine ich, dieses Spiel kann auch, gerade wenn man volle Punkte erreichen möchte, kann das Spiel sehr frustrierend sein. Deswegen versuche ich es auch erst gar nicht. Ne, die Punkte, die wir erreichen, sind schön. Und wenn wir halt minus 1100 Punkte haben, also 1100 Punkte Abzug, das dürften dann 600 Punkte sein, also minus 600 Punkte, dann ist es halt so. Ihr könnt es ja selber besser machen. Und mir dann in die Kommentare schreiben, übel Scheiße. Guck mal, ich hab 3 Milliarden Punkte. Oh, ja, hier, genau. Hier muss man aufpassen, dass man nicht gegen die Fahrtrichtung fährt. Keine Ahnung, wie man das in die Kurve machen soll hier. Aber gut. Wobei ich das in den Kurven auch noch nicht hatte. Scheinbar lässt das in den Kurven zu. Nur während der... Guck mal, wieder rum, eiert der LKW. Was ist das für eine Physik? Ja, normalerweise würde man hier die Motorbremse benutzen. Keine Ahnung, ob man die aktivieren kann. Gute Frage eigentlich. Kann man die Motorbremse aktivieren? Habe ich gar nicht geguckt. Fällt mir gerade mal auf. Motorfessel. Ach ja. Das gibt's sogar. Lol. Weil ich habe in dem Menü nur noch eins gesucht. Und zwar dieses Kamera drehen in Maussteuerung. Aber, ne, hier sind halt die ganzen Sachen. Aber hier gibt's nichts,
Wait. Ach, leg mich doch am Arsch. Und es ist sogar die gleiche Taste, fällt mir jetzt natürlich ein, wie bei den alten Euro Truck Simulator Spielen, also Euro Truck 1 und German Truck Simulator. Das ist nämlich auch die Alt-Taste. Und ich habe natürlich jetzt halt versucht, nur die Q-Taste zu drücken, und weil die nicht ging, habe ich es aufgegeben. Ja, cool, da kann ich ja privat alle Maps nochmal probieren. Aber diesmal mit Kamerasteuerung. Geil. Gut, soll uns jetzt hier nicht weiter interessieren. Aber wir haben Motorbremse. Was war das jetzt? M oder B? M scheinbar nicht. M auch nicht. Er macht bei M nichts. Aber, Mann, ich guck gerade auf die... Alter! Ich guck gerade auf die Tastatur. Ach, man muss die Taste gedrückt halten. Ach, leg mich doch. Moment mal kurz gucken. Was war jetzt nochmal M? Tastatur. Feststellbremse, Motor... Achso, also okay, also doch B, nicht M. Was war denn M? Was habe ich mit M gemacht? Ach da, Kartenzoom. Wow, gut, das bin natürlich mehr. Gut, also kann man B einfach gedrückt halten für die Motorbremse. Gut. Weil die geht natürlich schon bergab, ne? Dann nutzt man echt natürlich auch die Motorbremse. Auch wenn man hier leider nicht die Stärke einstellen kann, sondern nur sagen, aktivieren oder nicht. Oh, und die nicht sehr stark bremst. Bei niedrigen Geschwindigkeiten, was ja auch im echten so ist. Aber ich hatte trotzdem gehofft, dass sie ein bisschen stärker bremst. Oh, rennst doch. Oh, Alter. Hat aber gerade knapp. Und das Ziel. Ich frage mich, wann die erste Map kommt, die ich übersprungen hatte. Ah, das. Das ist die Map, wo ich meinte, die kannst du nicht schaffen. Also, ich weiß nicht, wie das geht. Weil, ich kann es ja mal probieren. Erstmal müssen wir den Auflieger. Also, wir müssen erstmal hier rückwärts rausfahren. Und dann, damit wir nämlich hinten wenden können. Und hier kommt jetzt eine Steigung. Und die Steigung ist halt super behindert. Drückt sie einfach seitwärts ruhig durch. Jetzt geht's. Okay. Wollen wir mal ganz kurz gucken? Achso, ja, gucken geht ja nicht. Kannst du müssen so gucken. Ich glaube, wir müssen. Wie war denn das? Müssen wir nach links oder nach rechts? Ich glaube, wir müssen nach links. Das heißt, ich muss nach rechts ausschwenken. Was? Alter, ist ja gut. Bitte beruhig dich. So. Moment, liegt der im Raum stand? Hä, geht das doch nicht weiter?
Jetzt sag mir nicht, dass ich das jetzt die falsche Strecke nehme. Ach nee, war bloß im Schatten oder so. Ah, oh, ja gut, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Weil ich noch nie so weit gekommen bin, habe ich da jetzt gar nicht drauf geachtet, auf die Stämme. Wow, ich war noch nie in diesem Teil der Welt. Hier gibt es jetzt sogar Bäume. Wer hätte das gedacht? Cool. Wow, links, rechts, da kann ich vorher, da ist eine Linie. Naja. Schade, dass er nicht jedes Objekt, wo man gegenfährt, einmal zählt, sondern wirklich jeden Zusammenstoß. Aber gerade wenn er dann irgendwo dran einfach schon lang schleifst, dann ist es quasi mehrere Zusammenstöße so. Einmal dran lang schleifen ist ja technisch gesehen unendlich viele Zusammenstoße. Hast du 30 Milliarden Punkte Abzug. Machen wir noch eine Aufgabe? Naja, komm. Mal gucken, was da jetzt kommt. Ach, die ist cool. Bei solchen Strecken fühlt man sich echt, man wäre auch im echten ein LKW-Fahrer und dann bitte jeden Tag nur so eine Strecken. Wird in der Realität leider niemals passieren, so, aber wäre halt geil. Oh, wieso eng? Oh, hier wird es noch enger. Leute. Are you kidding me? Habe ich eigentlich vorne einen Scheinwerfer dran? Scheinwerfer sag ich schon. Spiegel dran? Ja, habe ich. Aber der bringt mir leider nicht allzu viel, so wie der eingestellt ist. Kann man nicht Spiegel einstellen? Ist auch egal, lieber nicht. Lohnt sich jetzt fürs Let's Play auch gar nicht. Vor allem, weil es die Frage, ob er das überhaupt übernimmt oder ob ich das bei jeder Mission einzeln einstellen müsste. Wie gesagt, das Schlimmste bei dem Spiel ist vor allen Dingen halt die Lenkung. Das ist so, dass sie halt so extrem hinterherhängt. Also, halt sich so anfühlt, wie als wenn du auf Eis fährst. Das ist halt wirklich das Behindertste hier dran. Links vorbei oder rechts vorbei? Ah, okay, rechts vorbei. Das ist aber ein enges Ding. Aha, viel hier. Volle Punktzahl. Nice. Ich würde gerne die zweite Mission nochmal probieren. Ich hätte da auch gerne volle Punktzahl. Oh ja, das ist eine, die ich übersprungen hatte. Kein Plan, was wir hier drunter vorstellen. Wie soll man da wenden? So, das habe ich halt nicht geschafft.
Ich meine, wir können es versuchen, nächste Folge. Also ich kann nur alte 4 einfach machen. Jetzt, wo ich weiß, dass man sich mit der Kamera umschauen kann, können wir es mal probieren. Aber ich sag euch, ein Versuch. Und wenn ich da öfters anstoße, als mir lieb ist, Abbruch. So, Abbruch. Einfach. Oder ich versuche es einfach durchzudrücken, egal wie oft ich dann anstoße. Mal gucken, wie viele Punkte man bekommen kann. Auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge.